So, hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Heute mit unserem dritten Video, es wird nur ein ganz kurzes sein. Und zwar, wie melde ich mich in der Fahrschule an? Was brauche ich? Ich gehe mal davon aus, dass ihr natürlich die Checkliste durchgegangen seid von unserem vorherigen Video, die richtige Fahrschule ausgesucht habt und möchtet euch jetzt anmelden. Idealerweise geht ihr ungefähr eine Viertelstunde, bevor der Unterricht anfängt, hin. Dann haben die meisten Fahrschulen auch schon auf. Es wird ungefähr 10 Minuten dauern, euch anzumelden. Was ihr braucht, ist euer Personalausweis. Und wenn ihr irgendeinen Vorbesitz schon habt, eine Klasse, dann müsst ihr bitte auch euren Führerschein mitbringen, weil das wird eingetragen. Ja? Dann, wie gesagt, das Ganze wird ungefähr 10 Minuten dauern. Wenn ihr noch nicht 18 seid, entweder nehmt ihr eure Eltern mit zum Unterschreiben für den Ausbildungsvertrag oder aber ihr müsst die Sachen dann halt dann mit nach Hause nehmen und müsst es dann zu Hause von euren Eltern unterschreiben lassen. Ja? Der Fahrlehrer, Fahrlehrerin wird euch dann den Ablauf eurer Ausbildung erklären in Theorie und Praxis, was ihr an Sonderfahrstunden machen müsst beim Fahren und wie oft ihr zum theoretischen Unterricht kommen müsst. Wann Unterrichtszeiten sind und solche Sachen. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch schon euren Antrag bekommen für euren Führerschein. Den könnt ihr dann in Ruhe mit nach Hause nehmen und könnt ihn ausfüllen. Der muss dann auch unterschrieben werden. Und das war's letztendlich. Ja? Idealerweise könnt ihr gleich da bleiben, wenn ihr eh schon in der Fahrschule seid und macht euren ersten Unterricht mit. Dann habt ihr schon mal eine Lektion gemacht. Ihr könnt euch anmelden für den Unterricht, wenn ihr jetzt Führerschein mit 18 macht, mit 17,5. Oder ihr sagt, ich mache Führerschein zum Beispiel BF 17, dann könnt ihr das Ganze mit 16,5 beginnen. Vorher geht das Ganze nicht. Ja? Also das war letztendlich alles, was ihr beachten müsst. Ist nicht schwer, dauert nicht lange. Das war Sven von der Internetfahrschule. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß während eurer Ausbildung, viel Erfolg in euren Prüfungen und viel Spaß beim Fahren, falls ihr schon bestanden habt. Bis demnächst, es wird nicht lange dauern. Nächstes Video ist schon in Arbeit.